Willkommen zu einer neuen Folge Elden Ring. Heute zeige ich euch mein neues Lieblingsschwert, weil einige haben ja mitbekommen, ich habe letztens hier diesen Zahn gefunden und dachte, okay, das ist es. Den Zahn, den fühle ich, die Attacke. Schön auf Range, richtig viel Schaden. Aber Leute, es gibt noch mal ein Schwert, das Trümmergroßschwert. Das ist einfach noch mal krasser. Das macht nämlich eine ganze Linie mit diesem Schaden und noch mal mehr Schaden und es sieht halt einfach brutal aus, ne? Zack. Es ist so belohnt. Das macht richtig Spaß. Das könnte ich den ganzen Tag machen. Jetzt macht er die ganze Zeit hier Schild. Egal. Also das Schwert gefällt mir ultra, ultra gut. Und ich zeige euch jetzt mal eben, den killen wir noch, und dann zeige ich euch, wo es das gibt. Und was ihr dafür machen müsst, falls ihr das auch haben wollt. Ach, das ist so gut. Mein neues Lieblingsschwert. Mega gut. Also, ihr müsst Schloss Rotmähne Radahn besiegt haben. Und wenn ihr Radahn besiegt habt, danach ist der Platz leer und dann gibt es hier auf dem Platz einen zweiten Bossfight. Ich blende euch gerade mal davon ein bisschen Footage ein, als ich den. Ah, ich habe glaube ich kein Footage davon, aber wie der aussieht. Also ihr müsst erst Radahn besiegen, dann kommt ihr wieder hier und dann könnt ihr den Boss besiegen. Und dann kriegt ihr hier dieses Trümmer-Großschwert, was ich ultra, ultra nice finde. Mal schauen, ob ich den hier mal. Komm her. Auch ohne die Spezialattacke. Ach, es macht einfach Bock. Er kann sich nicht bewegen. Macht er gar nichts. Oh. Okay. Was machst du mit dem? Zack. Da. Ah, das Schwert ist einfach geil. Stats habe ich euch noch gar nicht gesagt. Stats 50 Stärke. Schon viel. 16 Weisheit. Dafür skaliert das aber auch mit A auf Stärke. Und ich habe da eine Stärke von 709. Ich habe 50 Stärke. 709, 2 Licht dann 800, aber ihr macht sowieso die ganze Zeit Welle der Zerstörung, weil die einfach so nice ist. Ich mache mir kurz meine Fiole wieder rein. Und auch mein Skorpius. Vielleicht kriege ich alle drei auf einmal. Ne. Ach, das macht so Bock. Das ist so gut. Diese Welle, ja, holt euch dieses Schwert. Es ist ultra nice. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne den Kanal abonnieren. Ich werde bestimmt noch mehrere Sachen vorstellen an Waffen, die ich gut finde. Und ja, bis zum nächsten Mal.